Die Not- und Gefahrenfunktion. Die Not- und Gefahrenfunktion ist eine der Dinge, die meistens falsch verstanden wird. Warum auch immer, weiß ich nicht. Sie ist relativ einfach. Ich hatte ja in einem der Videos schon vorher mal gesagt, nämlich beim Doppelzünder, dass wenn von innen ein Schlüssel steckt, dass man dann in der Regel von außen nicht schließen kann und dass das eben ein sicherheitstechnisches Merkmal ist. Weil, wenn ich abends meine Wohnung zuschließe und es will draußen jemand den Zylinder manipulieren, dann wird das recht schwer gehen. Ja, nun sind wir ja einmal alle ein bisschen Doppelkäfer und dann fällt uns mal die Tür zu und dann kommt der Schlüsseldienst und dann gibt es da teilweise Rechnungen, wo ich die Haare verliere. Das heißt, ihr seht, ich habe schon einige Rechnungen gesehen. Und damit das nicht passiert, kann man sich eben einen zweiten Schlüssel irgendwo verstecken und kann den Schlüssel von außen einführen. Das ist übrigens, gibt es für Kerbenschlüssel, das ist R, und für Wendeschlüssel gleichermaßen. Meistens gibt es bei jedem Hersteller eine gewisse Grundlänge zu beachten, ab der die Funktion überhaupt geht. Was passiert dann aber jetzt bei der Not- und Gefahrenfunktion? Das heißt, ich kann ganz normal drehen. Ja, bei der Not- und Gefahrenfunktion wird sich in der Regel der Schlüssel innen mitdrehen. Und damit kann ich die Tür aufschließen. Ob die Not- und Gefahrenfunktion für jeden etwas ist, oder ob sie sicherheitstechnisch für jeden etwas ist, oder ob sie technisch für jeden etwas ist, das muss man natürlich prüfen. Aber grundsätzlich ist es zum Beispiel, eine Not- und Gefahrenfunktion sollte man bedenken bei Wohnungen. Das wäre zum Beispiel sowas, gerade bei älteren Personen, die lassen gerne mal den Schlüssel innen stecken und das von außen zum Beispiel der Pflegedienst aufschließen kann. Das war die Not- und Gefahrenfunktion.